Willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier auf dem Portal Modellpilot.eu. Wir sind heute auf der Messe in Nürnberg und hier am Stand von Krick. Krick kennen wir schon weit über 50 Jahre, also genau genommen 55 Jahre auf dem Markt, gegründet von Klaus Krick und jetzt auch geführt mit Matthias Krick. Und neben mir steht Herr Kratz. Herr Kratz wird uns heute die Neuigkeiten hier aus dem Hause Krick, die aktuellen Neuigkeiten von 2011, ein bisschen näher bringen. Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Also wir haben, wenn wir hier gerade davor stehen, einige Flugmodelle neu im Programm. Es handelt sich hier um Flugmodelle von der Firma J-Power. Die Flugmodelle sind alle aus EPO gefertigt, also ein sehr stabiler Schaumkunststoff. Sie sind gleich fertig dekoriert und lackiert, sodass man auf einem sehr geringen Bauaufwand ein sehr schönes Modell fertiggestellt hat. Und auch die Antriebe sind schon fest eingebaut, sodass auch hier in der Regel so mit 1 bis 2 Stunden Bauzeit schon aufs Flugfeld gehen kann. Ich fange mal an mit unserem Jet. Wir haben hier neu im Programm den Alpha Jet, ein bekanntes Schulungsflugzeug. Wir bieten ihn in 2 Farbvarianten an. Das eine Variante hier, die etwas besondere Variante, ist ein Flugmodell, das symbolisiert, dass es das Modell schon 1 Million Flugstunden in der Luft war. Und wir sehen hier unten noch die Fairchild A10. Ja, die Fairchild A10, und zwar haben wir hier ein etwas kleineres Modell. Das Modell ist aber trotz seiner Größe sogar mit Fahrwerk, mit Einziehfahrwerk ausgestattet. Wir haben hier sogar ein Fahrwerk, das ohne Servos arbeitet, sondern mit dem neuen Servoless-System. Es ist ein Dreibeinfahrwerk. Das Ganze wird motorisiert mit 2 kleinen Impellern. Sehr schönes Flugbild, wie alle A10s, ist immer was Besonderes, sowas in der Luft zu sehen. Und die unteren Modelle, das sind unsere Einstiegsserie, das sind alles Modelle, die komplett mit Fernsteuerung geliefert werden. Solche Modelle sind einfach die Leute gedacht, wo noch nie ein Modell in der Luft hatten. Sie sind mit minimalster Bauzeit innerhalb von einer Viertelstunde flugfertig, werden alle komplett ausgestattet mit Akkus, mit Ladegerät und Fernsteuerung geliefert, liegen in Preisklasse so um die 100 Euro, ist einfach ein schneller Flugspaß für zwischendurch und ohne Vorkenntnisse wie Gegenwart zu fliegen. Auch die Extra? Die Extra ist dann vielleicht ein bisschen außen vor, wobei das für einen Tiefdecker auch ein Modell ist, es darf halt nicht so viel Wind auftreten. Herr Kratz, jetzt zeigen Sie mal das Fahrwerk. Das mache ich gerne. Also neben der normalen Steuerfunktion hier rund um rein, da haben wir ein Einziehfahrwerk. Und zwar ist das hier ein Servoless-Fahrwerk, wo automatisch über einen Motor und nicht mehr über einen Servo angesteuert wird, was natürlich wesentlich präziser ist, wo auch die Endausschläge schon vorgegeben sind durch die Elektronik und mit einem ganz normalen ein Ausschalter oder einem Stufenschalter in die Fernsteuerung gesteuert werden kann. Angetrieben wird es über 2 Impeller, sehe ich. Wir haben hier 2 Impeller, 2 kleine Brushless-Impeller. Wir haben hier für das Modell ein 3S-Akku vorgesehen mit 1300 mA. Flugzeiten sind da ungefähr 4 bis 6 Minuten, je nach Flugfunktion, wo man fliegen will. Und berauschend halt immer das Flugbild für so eine A10. Ja, weil man doch eben sehr langsam mal reinschwebt beim Landeanflug, das ist schon was Besonderes bei den. Ja. Okay, ganz recht herzlichen Dank, dass Sie uns die Einführung hier gebracht haben gerne, zu den gerne. Neuheiten in 2011 aus dem Hause Krick. Und Krick ist das Thema Modellbau vom Besten. Danke. Gern geschehen.